Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg. Und wir starten einen neuen Ringkrieg und zwar mit den Zwergen. So schaut's aus. So, das bedeutet, erstmal schnappe ich mir die passende Farbe, dann machen wir hier diese ganzen Typen weg. Dann schauen wir noch kurz an die Regeln, automatisch, RTS, dynamisch, Vernichtung, genau. Perfekt. So, als Gegner nehmen wir die Menschen mit Isildur, das ist ganz gut. Ich glaube, ich gehe in die... Ja, fangen wir beim Erebor an. Ich glaube, das ist ganz gut. Da habe ich nicht so viele Territorien am Anfang. Das dürfte ganz interessant werden. Aber die Menschen hauen wir nach Minas Tirith und Mordor zum Schicksalsberg. Oder das muss er bei Minas Morgul sein. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Wieso nicht? Als Gegner bekommen wir... Ich glaube, Angmar ist sehr eklig gegen zu spielen. Nehmen wir mal Angmar mit rein. Und die Elben, die bauen immer Reiter und so Zeugs. Aber ich hätte eigentlich gerne... Ich glaube, die Orks. Obwohl... Ich weiß noch nicht so genau. Waren die Orks immer gefährlich? Die Trolle waren nervig, aber... Naja... Isengard, ich glaube, sagen wir Isengard oder die Elben weg. Ich glaube, wir könnten die Elben wegpacken und stattdessen Angmar. Glaube ich jetzt mal. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil Isengard würde ich natürlich nach Isengard packen. Warte, das waren die Orks da, dann Angmar da hoch, Khandum. Oder packen wir sie nach vorn aus? Nee, packen wir sie nach Khandum. Das ist ganz okay. Da haben wir Frühkämpfe. Und Isengard hier, weil die Elben, wenn ich jetzt die Elben statt Isengard nehme, dann, das täte schon gehen. Nach Bruchtal, ich könnte auch nach Lothlorien packen. Dann wären am Anfang die Schlachten extrem stark. Das probieren wir einfach. Ich glaube, das probieren wir einfach. Wir machen Angmar orange. Hallo. Und statt Isengard nehmen wir die Elben. Genau. Und die packen wir nach Lothlorien. Weil Bruchtal, dann streiten die sich da mit Angmar. Da haben wir Angmar sehr stark, die Menschen, naja, geht so. Und wir haben am Anfang sehr viel Stress. Dann packe ich mich tatsächlich in die Eisenberge. Damit nicht sofort am Anfang in der ersten Runde Stress ist. Aber das hat auch den Grund... Warte mal, hier kann ich mir drei Länder holen, hier drei Länder. Aber ich kann nicht sofort nach Dol Guldur und alles vernichten, falls ich zu gut bin. Kann ja passieren. Okay. Oh Gott, verdammt, ich bin so müde. Ich weiß nicht, warum ich dauernd am Gähnen bin. Das ist extrem nervig. Muss aber nicht sein. So, als Fenster auf. Okay. Dann schauen wir noch ganz kurz die Helden an. Menschen, Isildur, passt. Mordor, Krog, Schädelstampfer, das ist ein Heldentroll. Denke ich, ist auch in Ordnung. Obwohl, ich glaube, ich gebe den lieber Lord Sarlok. Weil das ist ein richtig starker Magier. Ich glaube, der kann was. Die Orks bekommen die kriegen den Schädelstampfer, genau. Angmar kriegt einen auch, warte, genau. Zorg der Zerstörer. Ich weiß nicht, ob Zorg, ich bin mir nicht sicher, ob Zorg ein Troll ist, weil hätten sie zwei Trolle, das wäre halt heftig. Drogas, der Verfluchte, das klingt gut. Nehmen wir den da, keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein Troll mit mixed Fähigkeiten, also der kann dann so Wort, der macht dann so ein Scheiß, das ist ziemlich krank. Müsst schon ziemlich reinhauen. Und die Elben, die bekommen... Naja, Elantrus klingt jetzt nicht so toll. Erutan Revol. Wer kennt Erutan Revol? Jetzt bin ich gespannt. Wahrscheinlich keiner von euch. Aber vielleicht gibt es einen, der Erutan Revol kennt. Das wäre... Also jetzt nicht, weil ich den Helden gemacht habe, sondern vom Namen her und von einem anderen Spiel, das ich extrem geil fand, aber ich sag's jetzt nicht. Da will ich mal wissen, wer das wirklich kennt. So, und ich nehme... Wen nehme ich? Ich nehme Tomir den Magier. Komm, wieso nicht? Der ist relativ gut. Magier ist okay. Obwohl, lass mal kurz gucken. Na, ein Drachenritter ist auch nichts. Ich könnte einen Zwerg nehmen.
Gralon zum Beispiel. Wo ist denn Gralon? Oder habe ich den nicht mehr gemacht? Der müsste da sein. Gralon der Stunde, ja. Oder ein Magier. Bei den Zwergen? Nehmen wir einen Zwergenheld. Ich glaube, das passt besser. Dann stellen wir noch das Handicap auf 95%. Ja, genau. Nee, Quatsch. Das tue ich mir nicht an. Beim besten Willen nicht. Okay, also wir haben die Zwerge, wir haben die Menschen hier, Mordor, Orks, Angmar, Elben. Alle verbündet, brutal, passt, los geht's. Und das erste, was ich mache, ist abspeichern. So. Fängt schon mal gut an, ich weiß. Aber wir speichern erstmal ab und dann schauen wir mal. Okay. Ich muss gestehen, mit den Zwergen habe ich überhaupt gar keine Erfahrung. Ich baue erstmal eine Festung. Ich weiß nur, dass die Axtwerfer verflucht stark sind, genauso wie die Streitwegen. So, der Gimli. Bataillon Axtschleuderer. Das macht Sinn. Die Hüter zu dem da und den Streitwagen zu dem. Keine Ahnung. So, Prinz Brand. Und teilen wir uns einfach mal auf und los geht's. So, noch kein Stress. Die Elben haben bloß zwei Länder bekommen, dafür haben die Orks vier bekommen. Mordor 3 und die Menschen auch 3. Genauso wie Angmar nur 2. Ist okay, ist am Anfang. Dann bauen wir Halle der Krieger. Ich glaube, das ist ganz nützlich. Und obwohl, warte, baue ich an den Festungen jetzt? Ja, ich baue an den Festungen, baue ich das da, genau. Und hier bauen wir einen Minenschacht, hier bauen wir einen Minenschacht und es ist hier wieder mit 3 Bauplätzen, ja, bauen wir hier noch eine Festung. Und dann lasse ich, ne, Gimli greift an. Was ist das? König Dain, oder? Sieht aus wie ein König. Ja. Der Prinz Brand geht zurück. Der Dain bleibt stehen und der bleibt auch stehen. Ich will nämlich das Land behalten. Aber wenn ich jetzt angreife und der greift da an, ich weiß nicht, ob dann eine Armee stehen bleiben muss oder ob die einfach aneinander vorbeirennen. Aber ich habe keine Lust, jetzt schon Ländereien zu verlieren. Eigentlich, wenn ich es mir recht überlege, weil der Erebor ist keine richtige Festungskarte. Ich meine, ich habe keine Festung in dem Sinn. Dann greifen wir lieber mit Prinz Brand an. Ne, den lassen wir stehen und greifen mit König Dain an. Obwohl. Okay. Aha! Schon greifen sie den Erebor an. So schnell geht's. Oh Gott, mit Drogoth. Und Randuil. Na, das kann. Das wird lustig. Das sage ich euch. Das wird lustig. Oh Gott. So, der einzige Grund eigentlich für mich in die Eisenberge zu gehen als Startposition und Elben und Orks nebeneinander zu packen ist, damit sie mich slowen, also mich verlangsamen, dass ich nicht so schnell expandieren kann, damit Angmar, Mordor und vor allem die Menschen sich ausbreiten können, damit es schwieriger für mich wird am Ende. Ich hoffe, das funktioniert, dass wir wirklich einen Haufen spannender Folgen zusammenbekommen. Keine Zeit für Ruhepause. Aber da guck mal. So, Minenschacht ist T. Upsi. Ist T. Das ist ein Hotkey, mit dem kann ich arbeiten. Irgendwie. Ja, Gimli. Sehr schön. Dann geh mal. So. Heilung und einsamer Tod. Ne, wir nehmen die Hobbits. Die Hobbits. Hobbit Good Unit. Und dann, da ist Gralan. Der ist gar nicht so teuer. Sehr interessant. Vielleicht könnte ich mir sofort leisten. Wenn ich jetzt ein bisschen warte, bevor ich alles mit Gängen zuschuster. Du hast halt hier echt nicht so viel Platz, ne? Aber gegen 2 Leute ist das natürlich sehr riskant. Ich baue jetzt erstmal eine Halle der Krieger. Und dann gucken wir mal. Ich muss ja nicht sofort jetzt hier ausbilden können. Das muss ja nicht sein. So, ich könnte dieses Tor schließen. Vielleicht machen wir das auch. Allerdings haben wir hier ein Nebentor und da kann ich nichts schließen. Das ist schon mal extrem bescheiden. Genauso wie hier. Ich kann da nicht schließen. Das sind keine Tore. Ich weiß ja, wer den Erebor gebaut hat. Oder dass ich dachte, boah, geile Festung, aber sorry. Irgendwie finde ich das relativ bescheiden, was ich hier an defensiven Möglichkeiten habe. Klar, ich kann hier zu. Ah ja. Ach du Heilige. Ja, mach mal einen Axtwurf. Wo werde ich gebraucht? Wie viel Schaden das wohl macht? Können wir nur raten. Oh Gott, das macht ja gar keinen Schaden. Okay, hier gibt es doch sicher irgendwo. Oh Gott. Okay. Ja, den Gimli will ich eigentlich nicht verlieren.
Hier gab's doch irgendwo Türme, oder nicht? So, das Gebäude wäre fertig. Naja. Naja, gut, Gimli wird's vermutlich nicht schaffen. So, dann nehmen wir mal den Vorposten ein. Du kannst schon wieder die Axt werfen. Na, der hat schon ein bisschen Schaden genommen. So, Phalangen. Die schicken wir dann dahin. Und... ja, natürlich ist es der Fall. Wow, hat er alles kaputt gemacht. So, nimm das mal ein. Bisher scheint der Gimli aus irgendeinem zufälligen Grund, den ich nicht kenne, ganz gut gegen diesen Drachen anzukommen. Gut, er ist ein Zwerg, die haben so ein bisschen Erfahrung, ne, mit Drachen, aber... oh nein. Schön unterbrochen. Ja, liegt am Boden, aber große Sprüche klopfen, so kennen wir ihn. Naja, vielleicht wird das noch was. So, ich baue jetzt trotzdem noch Phalangen. Und die schickt man dann da runter, weil hier hat's auch was zum Einnehmen, genau. So, der macht es schon. Und dann... ups, wo gehen wir denn hin? Ja, bauen wir halt hier noch. So, Axt ist auch T. Alle Hotkeys sind T. Perfekt. Der Hotkey für T ist auch T. Vermutlich. Und naja, hier müssen wir mal gucken. Wo sind die Phalangen? Geht's da mal rein? Und dann geht's da mal raus. Na komm. Dann geht's hier raus. Boah, wie lange brauchen die? Also die Orks sind schneller in den Minen. So. Jetzt stecken sie nämlich hier fest und sterben. Okay, nee, der Gimli, der stirbt mir jetzt. Kannst nicht ändern. Dann soll der Gimli hier ein bisschen Erfahrung soaken. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich glaube sehr nett. So, ihr dürft es jetzt angreifen. Du gehst da rein. Du kannst da. Ich kann dir leider nicht helfen, Gimli. Oh doch, warte, kann ich eigentlich. Eigentlich kann ich ihm gerade helfen. Naja. Na, was? Aha. Bogenschützen. Ich muss echt... ich habe so lange nicht mehr gespielt. Das ist furchtbar. So, ich brauche so einen Schießstand. Ja, das haben sie kaputt gemacht. Dann können sie es auch einnehmen. Das interessiert mich dann auch nicht mehr. Den kaputten Vorposten... Freunde. So. Oh nö. Wieso haben die das jetzt gewonnen? Mist. Aber hier haben wir gewonnen. Dann können wir trotzdem dahin gehen. So. Schnell wirf, bevor der oh nice. Kurz bevor der Feuerball. Okay. Wo rennen die lang? Hier lang. Habe ich hier was? Nein. Ich würde dir gern helfen, aber ich kann dir schlecht helfen. Aber schaut's mal, wie lange der Gimli mir jetzt Zeit gegeben hat. Das ist doch echt heftig, oder? Also wie lange der halt durchhält. Das ist beeindruckend. Irgendwie. Aber jetzt stirbt er. Kann man nicht ändern. Ja, macht's mal. Und tschüss, Gimli, das war's. So, dann machen wir jetzt aber mal hier auf. Gehen dahin. Ah, da ist ein Feuerdrache. Vielleicht hilft er mir. Mir geht's weg, da geht's auch. So. Okay, Zwerge haben also einen tollen Geruchssinn. Wer hätte das gedacht? Kann ich mir jetzt den Helden ausbilden? Na, geben die 3000. Das kann ich mir diese Runde nicht mehr leisten. Aber den Helden kann ich mir leisten. So, unbedingt. Ja, oh Gott. Oh, mit Hobbits auch noch. Wie uncool. Wie ausgesprochen uncool. So, hier jetzt die Spinnen. Die Bösen. So. Die werden jetzt hier in die große Halle gehen, denke ich mal. Vermutlich. So. So, da könnt ihr angreifen. Das solltet ihr eigentlich schaffen. So, der hat auch den Axtwurf. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Erdschütterer, Sprung. Oh mein Gott. So, jetzt kommen hier meine Hobbits. Dann wollen wir mal. Was? Die Armee der Toten? Was für eine Armee der Toten? Wovon redet ihr? Ich hab Angst. So, die Hobbits sterben alle.
Boah, den könnt ihr doch töten, oder? Perfekt. So, das können wir einnehmen. Vielleicht baue ich es auf. Oh, sehr unwahrscheinlich erstmal, aber wer weiß. Mal schauen. So, du Drache da. So, wenn ich nämlich schaffe... Yo. Ups, da ist ein Hobbit gestorben. Wenn ich es nämlich hinbekomme, dass der Drache an meinem Helden stirbt und der die ganze Erfahrung bekommt, das wäre richtig nützlich. So, der Axtwurf von meinem Helden geht nicht so häufig. Es gab nur Erfahrung für die. Wie auch immer. Sei es drum. Upsi, verklickt. Oh nein, schon wieder ein Hobbit. Oh, jetzt habe ich gar keinen Baum. Es ist, muss ich einen neuen machen. Okay, ich werde hier angegriffen. Ich muss unbedingt zurückgehen. Das ist jetzt wichtig hier. Hier wird man angegriffen. Die haben einen Drachen gerufen. Was geht? Was geht? Die machen das sehr schwierig. So. Wieso rennen jetzt alle Leute da hinterher? Naja. Okay. Naja, okay. Ich würde gerne diesen Gang, diese Mine wieder hinbauen. So. Oh man, ich krieg ja kaum noch Geld. Ja, das ist der Feind. Das können sie auch, das brauche ich jetzt nicht. Oh mein Gott. Dieser blöde Drache. Der nervt so extrem. Wo will er jetzt hin? Oh nee, jetzt will er da hin. Das gibt's nicht. Ja, ja, ja. Nee, warte mal. Habe ich hier vorne den Gang verloren? Ja, süß. Ich habe nicht mal mehr Geld für einen Baumeister. Den Gang zerstören sie mir. Na los jetzt, Äxte schleudern. Na also, und noch mehr schleudern. Na also. So. Nachdem der jetzt tot ist. So, ein paar gehen dahin. Ein Bataillon geht dahin. Und dann sehen wir schon. Ah ja, jetzt kommen die Trolle. Gut, der ist gestorben. So, Minenschacht. Bau mal. Okay, Heilung. Kann nicht schaden. So, die sind eins, die sind zwei, die sind drei. Eins, bum bum, angreifen, los geht's. Wie teuer sind die? 2,50 bloß. Ist ja fast geschenkt. Na denn. So. Mir wird kalt. Mach mal wieder zu. Okay. Und dann wollen wir mal gucken. Oh Gott. Schaffen die das? Ja. Oh, was sind denn das hier für Drachlinge? Die müssen doch mit sein. Pionier. Mach den mal auf Vorsicht. Ja, komm schon. Hau einfach ab. Hau ab! Hau ab! Renn! Renn, renn, renn. Na kommt, haut's doch den Drachen weg. Kann nicht so schwer sein. So, du fließt. Dann bilden wir hier nochmal aus. Das da und das da. Die 2 lebt nicht mehr, die 3 lebt nicht mehr. Sehr schön, die haben die Regeln korrekt. Verloren, versagt, oh Gott. Düsterwaldbogenschützen auch noch. Na ganz klasse. So, da ist der. Oh, schon wieder ein Baumeister. Mann, das sieht echt nicht gut aus. Mach da mal zu dir. Das muss jetzt alles nett sein. So, wenn ich jetzt hier zumache. Klar, die Minen da draußen sterben mir jetzt weg, aber das kann ich auch nicht ändern. Ah, die haben halt einfach zu viel Kohle, ne? Ja. Die haben wieder Toten, natürlich. So, das Tor hat 20.000 Verteidigung. Das ist natürlich ein stabiles Tor. Aber trotzdem, das ist... So, jetzt kämpft da mal gegen die Halbtrolle. Dürfte ja nicht allzu schwer sein. Vielleicht schon, mein Held kriegt wird gut aufs Maul. Ja. Geht so. Wo naht der Feind? Ja, jetzt...
Hier, ne? Kämpfen. Schön kämpfen. Toll, Massus. Oh Gott. Wenn die jetzt noch den Ring bekommen, habe ich ein Problem. Da hat es gegnerische Hobbitzer. Die sollten weg. Die sollten unbedingt weg. Ja, unbedingt die Hobbit töten. So, ich werde glaube ich jetzt auf Phalangen umsteigen. Die sind zwar ein bisschen teurer, aber die 50 ist egal. Und dann lass ich mal gucken, ob er ja einen Ring. Na dann. Und dann wollen wir mal angreifen. Na, geht's dahin? Und dann dahin. Und dann bauen wir hier mal einen Minenschacht hin. Oh Gott. Ja, Noldor-Krieger. Danke. Ah, jetzt kriegen sie aber aufs Maul hier. Axtkrieger sind so stark, das ist unglaublich. So. Dass die da kein so. Kein Hotkey für haben. Was? Ach du. Na. Das ist so nervig. Ja. Problem ist, die Phalangen, die sterben jetzt auch. Easy going weg. Leider. Ich habe halt Gefühl, ich habe halt wirklich das Gefühl, ich muss hier jetzt wieder zurückgehen. Und wahrscheinlich verliere ich das tatsächlich. Es wird schwer, es wird sau spannend, das kann ich ja jetzt schon versprechen. Wenn das so weitergeht, wird es sau spannend. Lasst sie nicht durch! Jetzt haut's doch drauf. Na, oh Gott. Oh mein Gott. Hau mal den riesen Trolltypen da kaputt. Schwertkämpfer. Ich hab halt wirklich kaum Geld und gar nichts. Ich glaube, ich gehe jetzt hier raus. Das hat so gar keinen Wert. Das schaffe ich nicht. Wenn ich da gucke, was die da unten an der Minimap alles haben. Nee. Nope. Ah, der Erebor ist weg. Schick. Oh mein Gott. Jo, fängt schon mal sehr gut an. Na, ganz toll. Ach, nee, das ist... Habe ich schon mal ganz, ganz glorreich versagt, habe ich da. Aber...